Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Wir geben die Zeit. Wollen Sie bitte vergleichen mit dem Gongschlag? 22 Uhr und 2 Minuten. Der Kampf am Atlantik. In der vergangenen Nacht hat der Feind seinen seit langem vorbereiteten und von uns erwarteten Angriff auf Westeuropa begonnen. Schon bald nach Beginn des Unternehmens war zu erkennen, dass die Briten und Nordamerikaner ihre Hauptstöße zunächst gegen die Räume von Caen, Carentan und Cherbourg richteten. Unter dem Schutz massierter Bombenwürfe und schweren Feuers der Schiffsartillerie führte der Feind seinen zwischen der Orne und Wirmündung sowie am Ostrand der normannischen Halbinsel aus der Luft und von der See her gelandeten Kräften laufend Verstärkungen und an einigen Stellen auch Panzer zu. Rasch kamen überall die deutschen Gegenschläge. Beiderseits Cherbourg waren die feindlichen Luftlandetruppen bereits zerschlagen, bevor sie sich noch zum Kampf formieren konnten. Hohe blutige Verluste hatte der Gegner vor allem im Raum von Caen, wo die Briten große Mengen von Sturmbooten einsetzten und die vernebelte Steilküste mit Hilfe von Enterleitern zu überwinden versuchten. Durch die Vorstrandsperren und das Abwehrfeuer wurden zahlreiche Boote vernichtet. Und nur unter schweren Verlusten konnte der Feind einen Teil seiner Panzer an Land bringen. Der große Waffengang an der nordfranzösischen Küste hat somit begonnen. Er fand die deutschen Truppen überall bereit. Ein ungeheures Bombardement ging der Invasion voraus. Aber schon bald war das fein ausgeklügelte System der Engländer und Amerikaner durchschaut. Keinen Augenblick konnten die für jede Art von Ernstfall vorbereiteten Verteidiger am Atlantikwall getäuscht werden. Sie schlugen zu. Durch ganz Frankreich aber ging ein Aufatmen. Die Stunde ist da, die Würfel rollen.